Ich esse mal eine goldene Melone. Okay, das tut er da. Ich kann keine goldene Melone essen. Wieso Wir kannst du können keine übrigens goldene auch gern Melone schlafen. essen? Wir haben gerade mitten in der Nacht. Okay, Also von mir wirklich aus. mitten in Ja, der von Nacht. mir aus. Ich bin im Bett. Ich auch. Ja, jetzt haben wir früher morgen. Eine Uhr ist nützlich. Ich weiß gar nicht, was alle dagegen haben. Du hast selbst noch was dagegen. Hast neulich gesagt, die Uhr ist völlig unnütz. In dem letzten Normalerweise ist sie das Stream. auch, aber jetzt gerade ist sie ganz nett. Ist natürlich blöd, wenn da jetzt. Baust hier ist aber sehr cool. Was für ein Baustier. Von dem Portal. Mein Brust ist gerade mit zwei verschiedenen verschiedenen Holzarten auch gut. Ja, du baust halt nach Anleitung. Gut, hier Hast ist doch auch nach nichts Vorlagen Wildes. gebaut, aber Was ist denn daran so wild? nichts, ich find's ja immer noch seltsam. Vielleicht einen anderen Brückendingsteben. Wie ging das darüber? Das ist doch bewusstlos. Ein Zuhörer einfach. Oh, nichts Verkehrs dran. Muss ja wenn du neue Stufen machen, weil ich jetzt hier schrotte. Oder auch nicht. Die Stufen kannst du einfach abbauen. Wir haben hier sehr viel Sumpf auf dem Server. Mich beschleicht auch so das leise Gefühl, dass der Typ, der im Tutorial die Hütte baut, das auch nach einem Tutorial baut. Ach echt? Also so ein bisschen hat's so den, weil er auch ab und zu mal still steht und mal so ein bisschen eine Minute lang nichts macht, sonst würde er auf eine Anleitung gucken und das irgendwie machen. Das wird Also eine von ich. den Anleitungen sein, die seit der ersten Edition von Minecraft einfach nur durchgereicht wird. Mir scheint es fast ein bisschen so. Aber ist ja nichts Wildes daran. Im Prinzip mache ich ja gerade das Gleiche. Ja, du tust nicht so, als wäre es ein Tutorial. Oh, das sieht ja nett aus, aber brauche ich nicht. So, hier die Fichtenholzfalltür. Man kann ja meins auch als Tutorial sehen. Einfach nachbauen. Ich glaube, ich weiß auch, was mein nächstes Projekt ist. Aber es wäre ein ziemlich langes Tutorial, weil es geht jetzt über mehrere Parts, über mehrere Streams schon. Wie gesagt, ich glaube, ich weiß, was jetzt mein nächstes Projekt ist hier. Aha. Erstmal eine schöne Portalstrecke durchs Nether bauen und dann überall hier schnell Reisepunkte zu haben. Na dann. Machst ja schon den ganzen Fortschritt, während wenn ich hier noch mein Haus baue. Ich weiß,
ich hätte halt ganz gern eine direkte Verlinkung zu einem Dorf, im richtigen. Ja, wäre nicht schlecht. Wo wir auch Villager haben. Weil ich glaube nicht, dass wir jemals welche hinbringen. Die sind alle viel zu weit weg. Dann könnte man die durchs Nether-Portal schubsen, die Villager. Genau. Joa. Bitte was? Ach so, eine Stufe. Alles klar. The fuck. Genau so. Und dann jetzt hier. Ist doch auf der Höhe, sieht das nicht schlecht aus. Hauptsache, es gefällt dir. Ich baue das Dach noch ein bisschen niedriger, das ist auch nichts Verkehrtes. Kommen auch machen. Oh, ich habe übrigens Kürbisse gefunden. Die sind hier sehr selten. Offensichtlich nicht mehr. Andererseits habe ich halt auch schon Diamanten gefunden. Ja. Sehr viel Berg. Laternen kann man abbauen, oder? Laternen kannst du abbauen. Oder auch nicht. Okay, wie macht man nochmal Laternen? Mit Eisen. Das ist schlecht. Okay, scheinbar könnte ich die nicht abbauen. Muss dafür eine Spitzhacke benutzen oder wie? Warum kann ich die nicht abbauen? Keine Ahnung. Mal ganz blöd gefragt, wie machen wir es eigentlich dann mit dem Server-Update? Soweit ich. Starten wir einfach eine neue Welt oder? Ne, neue Welt starten wir nicht. Das ist halt scheiße, weil da müssen wir halt 10.000 Blöcke weit laufen, damit man eins von den neuen Biomen spawnen kann. Mhm. Oder wir bauen noch in der alten Version. Und der Prof kriegt es irgendwie hin, das da aufzubauen. Ja, es geht ja, aber ich weiß halt, dass die Welt dann nicht automatisch genau geupdatet wird, sondern dass es halt neu generiert wird. Also ich will die Hütte nicht normal bauen müssen. Das kriege ich nicht normal. Nee. Ja, aber es fällt mir gerade ein, weil es wäre vielleicht dann... Da wäre ich kein so großer... schlecht, wenn... wie jetzt die nächsten paar Tage, bis das Update raus ist, nicht allzu weit erkunden würden. Aber ich wäre ungern für eine neue Welt. Ich würde hier auf dem Server noch weiter bauen. Ja gut, ich glaube, dann machen wir es so, dann verzichte ich erstmal auf die ganzen Portale und so weiter. Damit okay, da dann alles generiert werden kann. Eine Fackel und Eisendinger. Wie macht man so Eisenklumpen? Eisenklumpen muss man machen. Das ist Eisenverschwendung, aber okay. Ist dann halt so. Okay, das reicht vielleicht schon. Da verbrennt gerade ein Zombie vor meiner Tür. Lass ihn verbrennen. Okay, dann hoffen wir mal, dass die andere Sache abbauen kann. So viel Eisen habe ich nämlich nicht mehr. Habe ich jetzt... Oh ja, da ist die Laterne.
Muss das mit einer Eisenspitzhacke abbauen oder wie baut sich eine Laterne ab? Einfach mit der Spitzhacke. Geht's auch mit einer Holzspitzhacke? Müsste. Sorry, jetzt habe ich nur als Axt. Gute Arbeit. Steinspitzhacke, sehr schön. Ist die Laterne. Ich laufe mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Und den Hügel von hinten müssen wir noch mal ein bisschen irgendwann mal hübscher machen. Vom Meer aus sieht das gerade ziemlich scheiße aus. Sehe ich ja gleich, wenn ich wieder da bin. Decke wollte ich erniedrigen. Du Scheißdecke! Ha! Das war fast lustig. Hier nicht gleich stockenduster wird. So, da habe ich meine vier Lampen wieder. Die Decke wollte ich an die drängen. Hier ist ein Hexenhaus. Dann tötet die Hexe. Und das hab ich vor. Bald ich's hinkriege, was zu essen. Dann kann ich die Leitern und die Treppen hier auch auf diese Höhe machen. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn die Decke in einer Hobbitshöhle ein bisschen niedriger ist. Moment, ich setze mir hier den Spawnpunkt vor ihre Hütte. Würde ich das hier vielleicht sogar als Außenbasis direkt nehmen? Aha. Ganz wie du meinst. Weil es ein schickes kleines Haus im Sumpf. Ich dachte, du willst nicht so viel mit Portalen und so weiter. Wegen dem. Das ist Update. Quasi direkt um die Ecke. Ich glaube, hier reicht ein Portal nicht mal hin. So. Die Decke ist jetzt natürlich in einer anderen Farbe. Oh, keine Hexe da. An den juckt's. Leider. Ein Hexenhaus, leider aber keine Hexe? Ja. Ist das skandalös? Kann sein, dass die schon gestorben ist. Den Kessel nehme ich aber mit. Ah, ich habe keinen Spitzhacke, oder? Warte, ich mir kurz eine. Ja, das wird jetzt hier wieder wahnsinnig langweilig, wenn ich die Decke abbaue. So ist halt Minecraft. Ja. Das ist Minecraft. Das ist Minecraft. Vielleicht sollte ich erstmal die Decke abbauen und dann eine neue Decke bauen. Vielleicht. Muss nicht, sollte, aber vielleicht. Müsste mal eine Schmiede bauen. Machen wir als nächstes einen Amboss. Ich muss auch diesmal dran denken, dass ich mir auch mal einen Timer stelle. Nein. Dass dann vielleicht mal. Ich wollte eigentlich beim letzten Mal noch, wir haben ja am Samstag auch aufgenommen, das letzte Mal. Da wollte ich meine TV-Serie eigentlich noch gucken. Die wird ja um 3 Uhr morgens wiederholt.
Wenn Wochenende ist, dann geht das ja. Kann ich ja das machen. Hast du es eigentlich geschafft, sie nochmal nachzuholen? Ich habe es einfach vergessen. Ich habe es vergessen, das dann zu gucken, als dann lief. Apropos TV-Serien. Es müsste jetzt eigentlich Staffel 5.2 von Lucifer raus sein. Wahrscheinlich nur auf DVD, oder? Auf Amazon. Ist eine Prime-Serie. Also. Und ich gedenke mir die heute Abend oder Staffel 4. Also Staffel 4 gibt es, glaube ich, schon auf DVD oder so, habe ich schon gesehen. Das ist dann. Bevor ich mir Amazon Prime kaufe, kaufe ich mir das auf DVD. Meinst du, bevor du einmal 13 Euro für einen Monat zahlst plus. Bevor ich 13 Euro. Bevor ich mit auch nur einem Cent dieses Unternehmen unterstütze, kaufe ich mir das für teurer auf DVD. Ich bestelle mir gefühlt jeden zweiten Tag was bei Amazon. Die haben durch mich. Ich will dieses scheiß Unternehmen nicht unterstützen. Was seine Mitarbeiter wie Sklaven hält und. Nicht alle! Das ist halt einfach. Nicht alle, mein Cousin leitet ein Lager da. Also, wenn ich unterstütze. Ja, wenn du höher gestellt bist und dann, wenn du da natürlich. Wenn du auf einem höheren Standpunkt bist, natürlich nicht, aber. Ja, wobei mich das wundert. Ich meine, der Mann ist auch. Arbeit. Gerade 20 und gleich ist jetzt mittlerweile ein Lager. Also. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Dann will ich dir das, ich bin da. Trotzdem, ich habe einen legitimen Grund, das Unternehmen zu unterstützen. Ich bin ziemlich sicher, die letzte Villa habe ich im Amazon Post allein finanziert. Das ist. Nein. So viel Scheiße, wie ich mit abstelle. Aber deswegen muss ich das nicht tun. Aber du kannst. Außerdem sind die Serien echt gut, die sie mit Prime haben. Trotzdem nicht. Lieber verzichte ich noch drauf. Bevor ich da Geld für ausgebe. Bevor ich Amazon dann noch mein Geld in den Rachen schmeiße. Ach, ich bin schon zu Hause. Mensch. Dann würde ich sagen, ich trage meinen Berg einfach weiter ab, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Ja. Und ich baue hier die Decke tiefer. So absurd, wenn ich herkomme und sehe einfach ein Feuer aus dem Nichts und da einfach Profs riesiges Anwesen. Mhm. Ja, mein Hügel fällt nicht so weit auf. Ja, dein Hügel fällt überhaupt nicht auf. Von hinten sowieso nicht, das ist nur einfach nur eine Steinwand. Deswegen meinte ich ja. Ja. Von hinten sieht's scheiße aus. Ich find's halt beeindruckend, dass Prof ein riesiges, komplett leeres Haus hat und ich habe oben einfach ein halbes Dorf aus kleinen Dingern gebaut. Du musst mich auch nochmal durchführen, habe ich auch noch nicht gesehen. Bei Gelegenheit. So viel gibt's da nicht. Es gibt ein Haus, es gibt ein Dings, es gibt die diversen Farmen und das war's. Und ein Tartiruswas habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ist auch noch nicht eingerichtet. Ich habe oben den Kartenraum, wo ich dann auch Bibliothek und Zaubertisch reinpack. Und wir haben halt das Portalhaus. Einen kleinen Teich und so weiter. Ich finde es aber beeindruckend, dass ich es geschafft habe, das ganze Haus aus Trockenbeton zu bauen und es stützt nicht ein. Würde es wahrscheinlich, wenn ich ein Stück von der Wand abbaue, aber bis dahin alles sicher. Ja. Na dann. Ich habe ja auch Teile der Wand aus Sand gemacht. Die würden auch runter sacken. Aber darunter ist ja ein bisschen Sandstein. Um ein bisschen Sandstein zu sparen, habe ich ab und zu mal ein Stück Sand noch eingebaut. Und ich habe einen schicken neuen Kessel für hier. Und was für ein Ding? Ein Kessel. Ach so, ein Kessel. Ich habe was anderes verstanden. Wo du Suppen drin machst. Ich habe was anderes verstanden. Was denn? Irgendwas mit Kisten habe ich verstanden. Kisten brauche ich ja auch noch, aber dafür baue ich ein Lagerhaus. Die Kissen. Das Ding, was du dir aufs Sofa legst. Die Kissen. Ach so, Kissen. Ich wollte, das kann ich auch noch erzählen, wäre eigentlich was für morgen zum Podcast, aber was soll es. Heute hier schon so spannend ist nicht, können wir heute schon Minecraft erzählen. Das mit der Brille werde ich morgen im Podcast nochmal wiederholen. Das ist so eine gute Story.
Schaut eh gerade keiner zu. Der Part kommt ja erst irgendwann später. Was sagen wollte, hier wurde heute auch vom Dönerladenbesitzer, vom Dönermann, wurde hier auch missverstanden. Habe ich angerufen und hab Spaghetti bestellt, also die haben auch Spaghetti, habe ich da Spaghetti Polo. Beim Dönerladen Spaghetti. Ja. Du bist einer von diesen Leuten. Dem Verschiedenes, das ist da. Dann habe ich auch eine Spaghetti Polo habe ich bestellt. Was habe ich bekommen? Spaghetti Bolognese. War nicht weiter. Bolo bestellt. Nicht weiter wild. Hat er wohl Bolo verstanden oder so. Aber ja. Hat auch geschmeckt, aber war ich schon ein bisschen verwundert. Spaghetti Polo ist ja hier mit Hühner. Ich glaube mit Hühnerfleisch und mit Hühnerfleischpilzen und Sahnesoße. Und morgen gibt es bei mir die üblichen Maultaschen, die ich seit Jahren immer am Sonntag koche. Ah ja. Und die werden bei mir am Sonntag, sind leicht zu kochen. Und schmecken auch. Es dauert hier ein bisschen dolle. Joa, Deckenbau. So kann man die Parts auch in die Länge ziehen. Die Streams sind Parts. Ich baue mir jetzt erstmal diverse Spitzhacken. Tu das. Eine Spitzhacken könnte ich auch benutzen, aber na, warum eigentlich nicht? Ja gut, ich baue mir halt jetzt wieder in den Berg weiter. Das bringt auch nicht viel. Es geht auch nicht schneller bei Holz. Hier auch mal ein bisschen die Breite. Okay, hier ist irgendwo gerade ein Enderman gespawnt. Ja, das passiert manchmal. Vorsicht. Ja, ich glaube, ich muss dringend ein bisschen mehr in die Seite bauen. Wie weit kann ich denn gehen? Mach das. Oh, ich kann ein ganzes Stück weiter rüber gehen. Dann kommt da mein Lagerhaus ran. Profs Lagerhaus steht ja mitten auf dem Feld. Ja. Ja. Und sonst so. Ich baue hier gerade noch ein Deck ab. Ansonsten tolle Musik. Ich bin schon wieder in deiner Mine gefangen. Tja, da war ich auch lange nicht mehr dran. Die ist wirklich sau beschissen platziert. Habe ich mir nicht ausgesucht. Wolltest du noch mal sagen, die ist wirklich sehr, sehr beschissen platziert, weil die halt genau unter meinem Kopf war. War nicht Absicht. Das war keine Absicht. Ich habe einfach nach Eisen gesucht und bin einfach unter der Erde lang laufen, das ist dann einfach so entstanden. Die Mine war glaube ich sowieso da, die habe ich nicht gebaut. Die ist halt einfach dort an der Stelle. Ich habe mich nur einfach runtergekramt und dann war dort die Mine. Da habe ich nichts dran gemacht. Die habe ich ja nicht ausgehoben. Kannst du mir nicht keine Schuld für geben? Ja, Modi, wann denkst du, wird die nächste Gamescom wieder vor Ort stattfinden? Dieses Jahr mal wieder nicht. Haben sie abgesagt, das wird online wieder stattfinden, so wie 2020 im letzten Jahr. Keine Ahnung, das ist mir mittlerweile auch echt egal. Ich hoffe 2022 wieder, wenn da jetzt nicht. Wenn das so weitergeht, haben wir ja jetzt mit Corona endlich dieses Jahr zu Ende gemacht. Haben wir mit Corona fertig.
dann geht's vielleicht nächstes Jahr wieder. War ja auch für dieses Jahr schon angesetzt, aber... Gut, aber interessiert sich wirklich nur irgendwer dafür, das ist doch sowieso zu 90% irgendeine Influencer-Messe geworden. Ja, ich interessiere mich für. Wird auch wieder hingehen. Und das nicht wegen den Influencern, sondern wegen den Entwicklern. Meinst du, die du wahrscheinlich nie treffen wirst? Die ich in der Indie Arena hieß glaube ich sogar, die ich da sogar viel getroffen habe. Ja, die, was sogar, die wahrscheinlich sowieso nur noch online stattfindet, meinst du? Was dann online wahrscheinlich sogar besser geht, dann auch dieses Jahr wieder, das dann... Ja, das finde ich auch gut, aber ganz ehrlich, der Rest ist halt einfach nur... Ja, trotzdem, das Event... Es ist halt entweder FIFA 2022 dann wieder, ist es überhaupt schon raus, keine Ahnung, dann Fortnite mit einem Stand und der Rest ist einfach nur scheiße. Und die India Arena fand ich auch ganz interessant, die Spiele, die es dort gab in der India Arena, die waren auch mal super anzuspielen, also... Ja, die waren gut, aber das sind halt... Da interessiert sich halt kein Mensch für. Ich? Bin ich kein Mensch? Laut deiner Kanalbeschreibung, nein. Ja, stimmt schon, aber... Tja. Ist doch besser, wenn sich mich nicht mehr so viel interessieren. Da hat man mehr Platz auf der Gamescom, da muss man sich nicht mehr zwischen die Menschen drängen und so. Haben wir nicht mal Prappe voll hier. Jetzt war ganz blöd gefragt. Um wie viel wollen wir wetten, dass sobald die Gamescom wieder stattfindet, mindestens ein Auftritt von Montana Black auf der Bühne stattfinden wird? Um wie viel wetten wir? Pff, ist mir doch scheißegal. Ich setze 50 Euro, dass es sein wird. Ich setze 50 Euro. Ich setze nichts. Ist mir egal. Ich setze nicht dagegen. Ja, aber das ist halt auch wieder so eine Sache. Es wird halt... Ja, du kannst dich ja dafür entscheiden, du kannst dafür oder dagegen entscheiden. Wenn du nicht wegen den Influencern kommen willst, dann kommst du nicht wegen den Influencern und dann gehst du einfach für die Games hin. Das liegt ja ganz an dir, weswegen ja, du da. Ja, das meine ich aber nicht. Es stört mich halt, dass dadurch das, wofür es eigentlich gedacht ist, komplett in den Hintergrund kommt und irgendwelche Leute sich da einfach nur mit profilieren wollen wieder. Ja, du kannst es ja dafür nutzen, wofür es gedacht war. Du kannst da hingehen und das dann genau ja, schön, dafür nutzen. Ich stelle mich 5 Stunden in der Reihe und spiel dann Call of Duty an. Wow. Wofür ich mich eigentlich nicht interessiere. Dann gehst du zu den Spielen, die dich interessieren. Wo du dich vielleicht auch nicht so lange anstellen musst. Zum Beispiel in der Indie-Arena habe ich noch. In der Indie-Arena habe ich noch nie länger als. Also, also bei einem Spiel habe ich mal 15 Minuten angestanden, aber ja gut. Ja, das, verstehst das du ist halt. Klar, dafür würde ich wahrscheinlich dann auch hinfahren, aber. Und halt, um Leute zu treffen. Dass wir uns mal in Real Life treffen können, zum Beispiel. Okay, da kommen die Steps hin. Das ist halt ein perfekter Ort, um sie mal zu treffen, weil das ist dann halt... Schade, dass sich die Messe dahin entwickelt hat. Ich meine, die E3 ist halt auch mittlerweile wirklich... Die E3 ist halt auch quasi tot. Die ist ja auch bald. Die ist ja wirklich bald mal wieder. Die ist ja... Ja, die ist im Juni mit wie viel? Mit einer Pressekonferenz von Bethesda? Ja, und Nintendo hat irgendwas angekündigt, wo dann viele vermutet haben, oh, die Nintendo Switch Pro. Die machen eine Nintendo Direct, die haben nichts mit der E3 zu tun. Ah, das ist die E3 Direct, die nennen sie, also die ist danach benannt. Ja, aber die haben nichts damit zu tun, die sind weder vor Ort noch sonst irgendwas, die haben nur ihre... Skelett. Ja, die Skelett alle direkt vor meiner Tür hier, was wollen die vor meiner Tür? Die wollen hier. Das sind die Zeugen Jehovas. Und die Zeugen wie Jehovas sind wieder da. Ja, ich bin froh, dass ich keine Klingel habe. Ich schon, und die ist nervtötend. Und wie oft wolltest du dich schon bekehren? Bei mir hat zum Glück noch keiner. Ich mache auch nicht auf. Vielleicht haben sie ja schon mal geklingelt, aber. Ich mache auch nur die Tür auf, wenn ich weiß, dass jemand, also wenn ich was bestellt habe oder so, wenn ich weiß, da kommt jemand, den ich haben will. Anderen Leuten mache ich da nicht auf. So Fichtenholz brauche ich noch ein bisschen, um Schlepps zu machen. Oh, ein Creeper vor Profs Haus.
Bist du gemütlich oder was? Nö. Genau. Ich dachte, du redest hier ein bisschen was. Sagst uns was. Ich hab nicht so besonders viel zu sagen gerade.